Kapitel 11. Reptane, der Dieb. Keuch, keuch, kommt, Beeilung! Alle sind hier, jawohl, ja. Tut mir leid, Leute. Wir haben gerade erst gehört, dass wir zur Gilde kommen sollen und haben uns beeilt. Also, was gibt es? Es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Was? Nicht noch eins? Von wo diesmal? Wo wurde dieses Zahnrad der Zeit gestohlen? Nun, es... Was ist? War es an einem Ort, von dem du nicht sprechen willst? Warte, sag nicht, es war vom... Doch, das war es. Diesmal wurde das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee gestohlen. Was? Aber wie? Das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee. Davon wussten nur wir, oder? Was ist also passiert? Kann es sein, dass ein Mitglied der Gilde es verraten hat? Was? Das ist eine unangebrachte Unterstellung. Hehehe, vertraut ihr euren Freunden nicht? Tut mir leid, ihr habt recht. Niemand hier würde unser Versprechen brechen, das Geheimnis zu hüten. Nie im Leben. Ich hätte zuerst nachdenken sollen. Tut mir leid. Nun, es ist kein Wunder, dass du auf diese Idee gekommen bist. Ich meine, dieses Unglück ist schließlich direkt nach unserer Expedition passiert. Einen Moment. Ich fürchte, ich verstehe das nicht ganz. Es gab ein Zahnrad der Zeit im Nebelsee? Das wusste ich nicht. Aber habe ich nicht etwas ganz anderes über eure letzte Expedition gehört? Mir wurde erzählt, dass die Expedition zum Nebelsee gescheitert ist. Ich bitte um Verzeihung, großer Zwirfinst. Wir hatten ein Versprechen gegeben. Darum konnten wir es nicht einmal dir verraten, Zwirfinst. Wie auch immer. Ein einzelner Eindringling hat den Nebelsee gefunden. Dann hat er Selfe überwältigt und das Zahnrad der Zeit mitgenommen. Selfe? Geht es Selfe gut? Ja, es geht Selfe gut. Er steht unter dem Schutz der Truppe von Magneson. Macht euch keine Sorgen. Puh, da bin ich erleichtert. Wartet, das war nicht alles, die Zeugenaussage von Selfe. Sie offenbarte die Identität des Eindringlings. Na warte, mit was für einem Unhold haben wir es zu tun? Der Dieb wird bereits per Steckbrief gesucht. Seht selbst. Da haben wir es. Dieses Pokémon nennt sich Reptane. Uff, das ist vielleicht ein fieser Ganove. Reptane. Das ist also das Pokémon. Es stiehlt die Zahnräder der Zeit. Dieser Steckbrief ist gerade erst angekommen. Er basiert auf der Aussage von Selfe und wird im Rahmen einer Großfahndung eingesetzt. Das erklärt einiges. Darum fliegen so viele Pelipper umher. Oberwachtmeister Magneson versucht offenbar, noch Schlimmeres zu vermeiden. Es wurde ein bemerkenswert hohes Kopfgeld auf Reptane ausgesetzt. Wir haben Selfe versprochen. Wir haben versprochen, das Geheimnis des Nebelsees nicht zu verraten. Und dann passiert so etwas. Wir haben es nicht verraten, aber ich könnte Selfe jetzt nicht mehr ins Gesicht sehen. Hey, und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der schöne Ausblick dort ist jetzt ruiniert. Und hey, hey, das kann ich niemals verzeihen. Hey, geht, Meister. Genmeister! Oh mein Gott, die Katastrophe, die Apokalypse, sie fängt wieder an. Luffy! Wow! Pokémon, wir werden Reptane fangen! Wir fangen diesen Dieb! Ich schwöre es im Namen der Knuddeluff-Gilde! Plaudergei, wenn ich bitten darf! Ja. Okay, Pokémon. Ab jetzt konzentriert ihr euch voll und ganz, Reptane zu fangen. Gebt alles, um Reptane zur Rechenschaft zu ziehen. Selbstverständlich! Hey, 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 es kommt nicht in Frage, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wird. Los, Pokémon, wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir müssen es auch für Selfie tun. Knuddeluff. Ich glaube, ich verstehe die Situation jetzt. Ich werde der Gilde bei der Jagd nach Reptane helfen. Danke, großer Zwirfinst. Donnerwetter, den großen Zwirfins auf unserer Seite zu haben, macht mich wirklich Mut. Hey, hey, es ist uns eine Ehre. Ach was, es ist mir eine Ehre. Nun ist es Zeit, dass der Gildenmeister und ich uns beratschlagen. Wir werden eine Strategie erarbeiten, um Reptane zu finden. In der Zwischenzeit solltet ihr euch auf die Suche vorbereiten. Kommt hierher zurück, wenn ihr fertig seid. Okay, Pokémon, übertreffen wir uns selbst. Hurra! Komm schon, bereiten wir uns vor, Benny. Fangen wir mit einem Besuch in Schatzstadt an.
Okay, wir sollen uns vorbereiten für die Jagd auf Reptain, diesen Ganoven. Ich muss mich beeilen und packen. Kusch, kusch. Lass uns den Langfinger Reptain einfangen. Hey, hey. Habt ihr die vielen Pelipper am Himmel bemerkt? Ich habe noch nie so viele Pelipper auf einmal am Himmel gesehen. Ich gewähre euch meine Unterstützung bei der Gefangennahme des diebischen Reptain. Lasst uns zusammenarbeiten und diesen Reptain fangen. Die Pokémon der Gilde scheinen in Panik zu sein. Ist in der Gilde etwas geschehen? Das darfst du nicht wissen. Okay. Wir kombinieren jetzt erstmal ein paar Attacken. Und zwar, etwa so. Dann kommt das so. Und das verlinken wir. So. Und bei Domi wird auch gelinkt. So. Bei Benny können wir nichts verlinken, richtig. Oder? Doch, können wir eigentlich. Wir können Kraftwelle und Ruckzuckhieb doch ruhig machen. Ja, genau, das machen wir. So. Okay. Wir müssen diesen grausamen Reptain fangen. Wir haben gehört, Sie haben den Dieb identifiziert, der die Zahnräder der Zeit gestohlen hat? Ich habe gehört, dass der Dieb, der die Zahnräder der Zeit stiehlt, Reptain heißt. Kann ich behaupten, vorher schon einmal von ihm gehört zu haben. Ja, ja, ja. Wir von Team Flamme werden uns an der Jagd auf Reptain beteiligen. Ich werde dafür meinen Mut zusammennehmen. Schön zu hören. So, jetzt schätzen wir aber erstmal. Krieg, krieg, krieg! Hey! In der Box war Magma Klaue. Krieg, krieg, krieg! Hey! Und es hat sich offenbart Glutzahn. Und Schätzung beginnt. Krieg, krieg, krieg! In der Box war Glumazahn. Und krieg, krieg, krieg! Hey! In der Box war Lucari-Zahn. Das kann ich doch gebrauchen, oder? Erhöht den Spezialangriff. Item für Riolu und Lucario. Passt doch. Sauber. Hey, willkommen. Ah, wir lagern jetzt erstmal wieder irgendwelchen Shit, den wir haben. Bam, 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 bam. Also, vielleicht wollen wir tauschen. Aber Angst, Orb kann weg, Vieh, Orb kann weg, Wechsel, Orb, Eisendort, Köder, Orb, Chaos, Orb. Und ansonsten kann es an sich bleiben, wie es soll. Ja. Lagern. So. So, dann nehmen wir die beiden mit. Wechselorb, Streuorb, Angstorb, alles Mögliche. Was für Gummis haben wir im Moment? Also Gummi vor, Gummi gelb, Gummi, 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 Rot, Gummi, Schwarz, Gummi. Ne. So, aber vielleicht verkaufen die was Gutes. Belebersamen. Ja, das war's. Das kaufen wir. So. Wir müssen Reptain jagen und zur Rechenschaft ziehen. Er kann doch nicht einfach die Zahnräder der Zeit stehlen. Will er uns alle vernichten oder was? Sehr mysteriös. Taubsamen, komm weg. So, alles deponiert. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, jetzt gehen wir noch zu Gilbunkel. Oh, das war es jetzt eigentlich nicht, was ich geplant habe, aber ich denke, wir dürfen eh gleich aussuchen, worauf wir gehen. Naja, wie ich sehe, sind jetzt alle da. Eine Sache vorweg, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Reptain taucht überall auf, wo sich ein Zahnrad der Zeit befindet. Aber wo befinden sie sich alle?
Das ist die Frage, aber wir haben keine Antwort darauf. Und deshalb vertrauen wir auf den Einfallsreichtum des großen Zwierfinst. Gemeinsam haben wir mehrere Orte identifiziert, an denen sich ein Zahnrad der Zeit befinden könnte. Wir wollen, dass ihr euch in Gruppen aufteilt und diese potenziellen Standorte erkundet. Als erstes Krakelo und Krebskor. Ihr übernimmt die östlichen Wälder. Das ist natürlich der riesige Wald ganz im Osten. Alles klar. Hey, 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 wir werden unser Bestes geben. Als nächstes Bidica, Diktri und Sonflora. Ihr untersucht die Kristallhöhle. Jawohl, ja, das werden wir. Verstanden. Oh weia, ich werde mich anstrengen. Und als letztes, Benny und Caleb. Ihr übernehmt die Nordwüste. Die Nordwüste? Richtig. Schlagt eure Wunderkarte auf. Okay. Caleb öffnet die Wunderkarte. Seht ihr? Dieses Gebiet. Das Gebiet ist auf der Karte von Wolken verdeckt. Aber die trockene Zone beginnt in dieser Gegend hier. Darum wird vermutet, dass an diesem Punkt eine riesige Wüste beginnt. Wir vermuten, dass tief in der Wüste ein Zahnrad der Zeit versteckt ist. Dort sollt ihr eure Erkundungen anstellen. Okay, alles klar. Und was ist mit mir? Dicta wird in der Gilde bleiben. Wir können die Gilde nicht unbeaufsichtigt lassen. Glibunkel und ich bleiben auch hier. Unsere Arbeit hier ist auch wichtig. Sehen wir zu, dass wir unseren Job so gut wie immer machen. Ja. Nun, lasst uns die Zahnräder der Zeit suchen, Pokémon! Luffy! Hurra! Die Nordwüste ist nicht nur sehr weitläufig und tief, sondern wird auch von verheerenden Sandstürmen heimgesucht. Seid bitte vorsichtig. Okay, danke. Benny, geben wir unser Bestes. So, wir gehen jetzt aber vorher zu Glibunkel. So. Also, was haben wir? Wir haben Pachi, das ist scheiße. Stroh, Munter, Anton. Nee, du hast nichts für mich. Du bist ein Mongo. Und mit denen reden wir jetzt hier nicht. Wir haben unseren eigenen Job hier zu erledigen. Aber vorher wiederverwerten und es gibt Neuigkeiten. Ein großer Schatz. Neue Wiederverwertungs-Items. Okay. Was haben die jetzt wieder hinzugekriegt? Verschiedene Sachen. Nichts Wichtiges. Okay. Hoppa. Was tauschen wir denn jetzt wieder? Lager. Auch da haben wir ganz viele Seher. Wechsel. Köder. Und ein paar TMs, die ich nicht will. Angstorb kann weg. Kraftreserve kann weg. Und diese Aufbereitung kann weg. Ansonsten darf alles bleiben. Ja. Okay. Dann wiederverwerten. Wir lösen es direkt ein und nehmen die Farbe Gelb. Gelb, genau. Ist es Gewinn, ist es keiner? Ist es Gewinn, ist es keiner? Genau. Och, Menno. Ich will den Hauptgewinn. Und was haben wir? Goldband! Ey, das ist wiederum geil. Danke, Leute. Dommy wird uns natürlich auch unterstützen. Ist doch ganz klar. Der kommt mit. So, den verkaufen wir jetzt, das Goldband. Verkaufen. Dankeschön. Und dann lagern wir noch. Und zwar diese ganzen Sachen, die wir nicht brauchen. Okay. Lucari-Zahn und Kani-Zahn bleibt hier. Okay, erledigt. Und tschüss. Miau. So, dann setzen wir ein Safe State. Und im nächsten Part beginnen wir dann mit der Erkundung der Nordwüste. Bis dann!